Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Diablo 3 Gameplay von der Season 7. Ja, ich habe jetzt den Charakterbild gewechselt zu dem Glockenmönch. Ich habe ein uraltes Ingom gefunden und sonst ist noch nichts uralt, also noch nicht alles. Ah doch, der Zusammenkunft der Elemente ist noch uralt, aber auch nicht ganz so gut gerollt. Aber ja, Sun Wokus Seele. Ah ja, das ist neu, genau. Okay, und Sun Wokus Clans auch, okay. Nein, ich bin schon, ja, eigentlich gut Ding, aber Sven hat die wichtigen Items noch in Uralt und schaffe deshalb nur so T11, T12, aber langsam. Jo, und Great Rift schaffe ich so 52, ja, machen wir mal 55 mit aufgewertet. Kann ich euch den mal kurz zeigen. Ah, ich habe keinen Schaden, weil ich die Dinge vergessen habe. So, jetzt. Ja, ich spiele nicht mehr oft. Ich habe keine Zeit und es macht halt auch nicht so viel Spaß, wenn nichts Neues ist. Das ist leider so. Blizzard hat zwar irgendwas angekündigt, dass auf der Blizzard etwas, BlizzCon etwas Großes kommt, aber ja, ich bin ein bisschen skeptisch darüber, weil Blizzard eigentlich immer nur Sachen melkt oder weitermacht, also eigentlich melkt. Und nie was richtig super Gutes macht. Finde ich ein bisschen schade, weil Blizzard ist schon ein richtig guter Publisher, aber macht zu wenig, oder? Ja, der Schaden ist vor allem noch zu gering. Ich möchte gerne mehr Schaden machen. Müsste eigentlich mehr Schaden machen. Aber ja, weil es so schlecht gerollt ist und wenig Uralte finde. Schaffe ich überhaupt dieses Chirif? Ja, ja. Ist nur am Anfang ein paar Probleme. Komm jetzt von dieser scheiß Ecke weg. So. Jetzt kann ich wieder Offenbarung einsetzen. Also ein richtiger Profi bin ich in Diablo 3 nie. Es liegt einfach, dass das Spiel einfach zu casual ist und zu abhängig von bestimmten Aktionen. Ist ein bisschen nervig. Aber ich liebe das Spiel schon. Es ist jetzt nicht so schlecht. Es ist vor allem etwas, das ich gut nebenbei spielen kann, wenn ich gerade Sport gemacht habe und mich ausruhen muss. Spiele ich ein bisschen Diablo 3 und das ist einfach optimal, weil ich da kann mich da ein bisschen auslassen. Mich ein bisschen erholen. Viel Action habe, das ist mir wichtig. Und das Spiel eigentlich optimal. Dann hoffe ich, dass entweder ein Add-on angekündigt wird oder ein Nachfolger, der genauso schnell ist. Ich habe ein paar Probleme mit Elites, obwohl ich ein bisschen Elite-Damage habe. Das liegt einfach daran, dass der Stein noch nicht groß ist, der Zeiss. Der ist erst nicht mal Stufe 25, glaube ich. Muss jetzt gerade denken. Geh weg. Und ein bisschen Abstand kann ich auch nicht machen in diesen Ruinen. Das ist auch das Problem. Aber ihr seht ja mal ein hohes Rift für mich. Profis würden sagen, ja, das ist viel zu leicht und so. Stimmt schon, es ist zu viel zu leicht, aber die Gegner sind halt ein bisschen zu zäh für mich. Also ich werde da nie so extrem hohe Rifts machen, dass die Gegner so schlecht sterben. Das ist für mich nicht so die Art. Aber, ja. Mit der Party vor allem mache ich sehr gerne höhere Rifts, aber es ist so wenig. Einer hat mich heute Morgen ein paar Sachen geholfen. Zum Beispiel die Bosse für den Höllenfeuerring.
Höllenfeueramulett zu besiegen. Aber sonst ist es eigentlich sehr wenig, dass ich Hilfe brauche. Oh je, was ist jetzt los? Die mag ich nicht als Gegner. Die Schaufler. Totengräber. Genau. Mal ein bisschen spammen. So, jetzt ist die Anzeige auch ein bisschen weiter weg vom aktuellen Stand. So, jetzt machen wir ein bisschen schneller. Das wird wahrscheinlich ein bisschen 13. Ja, nicht ganz. 10 Minuten Rift oder so. Das ist auch blöd, das Set mag ich irgendwie nicht, weil man immer weit weg machen sein muss. Sonst verliert man die Stacks und. Oder regeneriert sich nicht, genau. Das ist ein bisschen schade. Aber es ist der beste Bild für den Mönch, auch weil er das einzige Feinkampfbild vom Mönch ist. So. Wo ist der andere? Da oben. Bisschen mehr Schaden machen. Weiter wegstehen. Das ist auch wieder so ein Boss, der immer in den Nahkampf geht. So. Elite. Oh gut, kanalisieren. Kann ich gebrauchen. Mal ein bisschen die Gegnermasse, das ist ja ein AOE-Bild. Viel mehr Schaden. So. Ja, ich spiele momentan wieder ein Mod von Diablo 2 für Titan Quest. Und der ist richtig gut. Es freut mich wieder ein bisschen Diablo 2 zu spielen. Sozusagen. Wurde sehr viel von Diablo 2 eingebaut in Titan Quest. Und das Spiel wird ja auch weiterentwickelt. Momentan mit Beta Patches. Kommt dann plötzlich ein guter Patch raus. Finde ich toll. So, nächste Elite. Außerdem bin ich sehr zäh, also bekomme recht wenig Schaden von diesem Gift über. Mit dem anderen Bild würde ich wahrscheinlich in Sekunden sterben an dieser Gipfel zum Hohen Rift. Das mit diesem Rift schufen. Aber mit dem bin ich echt sehr. So, jetzt komm, stirb endlich. Okay. Geister hat es natürlich auch. Wann ist sie endlich fertig? Das ist wirklich so eine Riftstufe. Rift-Level, die wahrscheinlich gefischt wird bei Hohen Rifts. Das ist ja mal schrecklich. So, was für ein Schreck. Ah, ich habe keine. Wieso habe ich keine Ding mehr? Ach. Irgendwie backt das herum oder so. Keine Ahnung. Ich kenne den Bild noch nicht lange. Und jetzt ist Ingo im aktiv. Das macht mich schon ein bisschen besser gerade. So, jetzt. Elite, Diener lasse ich in Ruhe. Weiter geht's. So. Und wo sind die Schreine bitte? Die brauche ich auch. Ich hoffe, der Boss wird nicht zu zäh. Weil diesen Ansturmgegner tue ich immer die Mantra aktivieren, damit ich ausweichen kann. Und ja, eben so weit wie weg,
so weit weg wie möglich stehen, dass der Schaden sich 2,5-facht, 3,0-facht. Alles ist gut. Das ist jetzt ein Boss, ich habe den Machtschrein. Aber das Level ist vorbei. Gut. Sehr schön. Jetzt kommt auch der Boss bald. Und das war ein forderndes Rift. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe eher so ein bisschen leichtere Rifts gemacht vorher. Und das ist jetzt einfach so ein Rift, der schon ein bisschen maximal ist, übermaximal. Aber ist gut. Es läuft ja gut. Ich sehe, die Crits sind noch nicht sehr hoch. Mir fehlt sehr also Schaden vom Crit, Crit-Schaden. Und eben einfach uralte Items. Und da Geschicklichkeit nicht mehr so viel bringt, ja, muss ich das mal dann umändern, aber noch nicht jetzt. Einfach die Crit rausnehmen. Ich habe ein paar Crit-Items, also Crits bei Items hochgemacht, damit ich sie dann später auch umändern kann. Habe ich zum Beispiel von 700 auf 900 gemacht. Ja, das hilft sehr. So. Jo. Der Boss ist besiegt. Wenn er denn mal aufhört, hier da teleportieren. Schön. Sie haben eine persönliche Bestleistung aufgestellt. Stufe 55 in 10 Minuten 48. Habe ich gut geschätzt. Mit 10 Minuten. Oder 11 Minuten. Das habe ich zuerst gesagt. 12 Minuten. Dann 10 Minuten. Ja. So, jetzt habe ich 25. 26. Gut, jetzt kann ich die Gegner auch betäuben. Ein Schuss von 20 Sekunden, Prozent, aber nur eine Sekunde, okay. Ja, dann zeige ich euch bald nochmals ein Video, wo ich das Set-Portal mache. Ich habe es jetzt aufgehoben, wie sie es eigentlich recht gut zeigen kann, was man so machen muss und so weiter, ohne dass ich dann immer verliere und das Video zu lang geht oder so. Das kommt, sobald ich einfach noch ein paar Items gefunden habe, die ich brauche. Zum Beispiel die Stiefel sind noch vom anderen Bild, den ich benutze. Und da müssen eigentlich die mit dem doppelten mystischen Verbündeten kommen. Also mal Stiefel. Meine Hilfe, mein Glück ist so gut bei Katana. Ich liebe die langsam. Ich hasse die zu Tode. Das ist nicht mehr... Wieso muss Blizzard ein Glücksspiel einbauen? Ich habe kein Glück. Ich bin ein Spieler, der nie Glück hat in Spielen, wo man Glück hat. Wo man Glück haben muss. Es ist einfach nur nervig. Ich würde schon viel weiter sein, wenn ich Glück hätte. Aber ich spiele halt auch Solo. So. Und irgendwann mache ich mal ein Video, wo ich nur Goblin Rifts mache. Ja, oder ein Livestream dann. Ja, okay, den Gürtel kann ich dann später noch gebrauchen. Fürs Umwandeln. So, jetzt habe ich dann mal noch ein paar Atem des Todes. Hab 70, das sind für zwei Anwendungen, fast drei. Ja, wenn ich mal 200 oder so habe, mache ich auch ein kurzes Video oder so. Am der Anfang von einem Video für das. Aber ja, danke schön für's Zuschauen. Ja, eben. Kommen mehr Videos von Diablo sicher. Und, ja, wenn ihr Lust habt, dürft ihr gerne das Let's Play zu Titan Quest D2 Immortal schauen. Und Minecraft ist auch sehr actiongeladen. Gerne auch. Ja, danke schön fürs Schauen. Tschüss.